Ja, moin und willkommen zu einer neuen Runde LS17 mit den Hobbybauern. Und Justin, stellen wir das Stromgeschwader aus. Wir wollen das ja nicht als Das Strom. ist aus, du kleiner Mongo! Okay. Justin gleich wieder am Ausrasten. Hab ich auch grad gedacht. Stell dich in die Kacke aus, Alter! Schlag ja raus! Strohgeschwader. Du, am besten ist eigentlich, wenn du gleich am Anfang der Sage kommst, hier beginnst hier. Bei einer neuen Folge hier mit den Hobbybauern Lachfleisch garantiert. Nein. Das passt zur Zeit. Lassen wir erstmal, schreibe ich in den Titel. Okay. Stand Titel. Up for the Champions. Mach hin da hinten! Ja, wir haben momentan, wir stehen hier mit zwei Dreschern, aber mein Drescher hat momentan so ein Getriebe vorne. Müssen wir mal gucken. Deswegen rollst du auch. Hashtag Facepalm. Er hat was. Vergiss es. Er hat was mit dem Kornspeicher. So, Leute, mit dem Kornspeicher. Ah, erst hat er was im Getriebe. Dann ja, ist immer. Gut, dann hat er was im Kornspeicher. Und dann drehst du. Hä? Diese Logik, ne? Ist echt fantastisch. Hörst du jetzt mal auf? Da hat ja unser Kellner aus der Schule eine geilere Logik. Jetzt sollte ich mir Gedanken machen. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Ja, ich fress Kekse. Ha, fress deine runden, viereckigen, quadratischen, achteckigen Kekse, weißt du? Ich hab mal einen Drescher. Ich fress ja auch meine fünfeckige Pizza. Kekse. Milka Kekse sind geil. Ja. Ach, und ich wollte die Story reinbringen. Story, was mit Günther? Ja. Günther freut sich. Günther geht jetzt grob an. Denkst du schon so, alter André? Also wir sagen so, der Drescher hat ein bisschen Probleme und Werner guckt sich da gleich mal an. Und ich krieg hier heute wohl irgendwie, ja, nicht irgendwie hin, ernst zu bleiben. Das ist unmöglich. Oh. Wir waren ja letztes Mal in der Sojabohnenernte, jetzt geht's in die Gerste. In die Gerste, also ich wusste gar nicht, dass man in die Gerste gehen kann. In die Gerste, ja. Vergiss es. So, Günther geht jetzt gleich schön grubbern. Ich kann nicht ernst bleiben. Das ist unmöglich. Ich rufe mal Werner an. Werner! Ein Bier her! Kann ich nicht. Günther Jauch. Nein. Genau! Vor Jauch! Er ist in der Jauchgrube verschwunden! Was? Nee, Alter. Ich kann nicht mehr. Sag mal, seid ihr irgendwie besoffen oder so? Oder warum habt ihr so einen viereckigen Kasten hingesetzt? Viereckigen Kasten? Was für ein viereckigen Kasten? Den hier? Wollt ihr den hier irgendwie noch mit Bier füllen oder so? Dann ist euch das eine Bravour. Hashtag nicht dummen. Hä? Wo ein viereckigen Kasten? Hier ist ein viereckiger Kasten, Mann! Ich geh mal gucken. So ein viereckiger Kasten. Hä? Das ist ein viereckiger Kasten? Das ist ein viereckiger Kasten, hä? Freu mich auch.
So, Werner ist da, er guckt sich den Drescher an. Wo ist denn der Traktor? Den habe ich vielleicht gerade. Alles klar, was willst du mit dem Dings denn? Ich bin vorne bei Justin, weil ich, weil er gesagt hat, da ist ein Kasten, da ist aber kein Kasten. Ich weiß nicht, was der sieht. Ich komme mal mit dem Auto. Alter, guck dir das Bild und jetzt erzähl mir bitte nicht, dass da kein Kasten ist. Ich guck's mir gleich an. Ich Da dachte ist mir kein schon. Kasten. Natürlich ist da ein Kasten, aber bist du denn nur blind? Warte, ich guck's mir mal an. Lass den Trecker doch da stehen. Was? Halt die Du bist ein Thema, ne? Was ist ein viereckiger Kasten? Oh, labert der! Da ist ein viereckiger Kasten! Da ist keiner! Oh, Entschuldigung, Leute, ich tut's echt leid in der Folge heute, aber. Ich hätte nicht gedacht, dass du die Gerste erntest. Ja, was für ein Kasten, Alter, was? Hä, wo kommt das her? Das sieht bei mir nicht angezeigt. Ja, bei mir mittlerweile auch nicht mehr. Bei mir steht da mittlerweile auch Getreide. Du meinst Gerste. Ja, was auch immer, ist ja eher das Gleiche. Ist alles Getreide. Richtig. Egal, treff weiter. Ob das jetzt Hopfen ist, ob das jetzt Tropfen sind, ob das jetzt Müll aus Arsch ist, es ist alles dasselbe. Alles Getreide. Was man haben kann. Ich guck mir mal den Zustand von Gerste und Halm. Ja, ist gut. Ja, wir haben noch gar keine Probe von der Gerste. Warte, das können wir ändern. Nein! Ich ruf mal an. Gib mir mal eine Tüte, ein Feuerzeug, ein Tabak und ein Feuerzeug. Okay, jetzt habe ich zwei Feuerzeuge. Egal, scheiß drauf. Dann mache ich Probe. Ich ruf mal Antje an. Und Günther? Der ist schon am Grubbern. Ich dachte schon, der sagt, da hinten sitzt so ein Fernsehglotzen hier. Nee, der ist am Grubbern. Ja, ich bin Antje. Ich dachte, Kekse fressen. Wo bist du? Ja, komm mal her, du. Werner guckt gerade den Drescher an. Wir haben da ein Problem. Die Katze hat geschissen, Alter. Der eine Drescher läuft, aber der andere läuft unruhig. Die Katze hat geschissen. Ja, der Katze ja, okay. Geht es gut. Ja. Okay. Ja, okay, dann bis gleich. Tschüss. Katzenklo. La 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 la. Alter, was ist heute los hier? Ey, ich hab die Idee des Jahres! Ich melde mich nächstes Jahr für die SDS an! Jawohl! Nee, mach das nicht! Ich spiel Menderes 2.0! Jawohl! So, läuft der Drescher wieder? Ja, der Drescher läuft wieder. Günther hat Pause gemacht. Oh, diese faule Sau, Alter. Alter, was ist eine faule Sau? Ich hab ja na klar. Pause und der chillt sich einfach mal irgendwo hin und macht erstmal. Nee, das sehe ich nicht, Alter. Günther sagt wieder, er hat Feierabend auf Feld. Auf Feld 17. Ja, Günther. Kekspause, ich brauche Kekse. Get back. Okay. Mann. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich bin durch die Frucht gefahren, hab ich. Mach hier den Drescher! Dankeschön. Nein, bin ich nicht. Gut. Okay. So, was zur Hölle macht ein Tor hier? Keine Ahnung. Das frage ich mich auch. Also, ich weiß nicht, was der sich da gedacht hat, aber. Keine Ahnung. Auf jeden Fall steht das Tor. Mitten in diesem Weg.
Und ich denke mir jedes Mal nur so, warte, ich kümmere mich soll ich jetzt darum. C4, Dynamit Ich kümmere oder mich. einfach meine Scheiße mit dem das Ding da wegmachen. Ich kümmere mich darum. Jetzt hat doch mal den Ball flach. Welcher Ball? Nein. Ja, den brauchen Ball ganz bestimmt nicht flach. Bei mir kommen die Bälle immer schön ins obere Regal. So, oh Junge. Das wird noch so spaßig im Ghost Recon Wildlands Stream. Oh ja. Hast du dir gerade einen runtergeholt oder so? Nein. Oh ja! Ich gerade nur so. Was machst du in diesem Drecker, Alter? Dieser Drecker ist schon meins. Ne? Das nimmst du, Alter, dieser Drecker tut mir so leid. Ach, Antje, willst du mich ablösen? Oh, warte mal. Jo. Oh Gott, so Antje mit Tanktop fährt wieder. So, Antje ist jetzt auch am Arbeiten. Dann haben wir es auch. Ach Andreas, hast du es eigentlich jetzt gefunden mit der Standardeinstellung der des Sascha in der Beschreibung auf YouTube? Ja, habe ich, mache ich noch. Keine Sorge. Ja, habe ich gefunden, aber mache ich noch. Läuft. Hä? Digga, ist ziemlich verarscht. Das ist mein Traktor. Ich hol mir da einen runter, nicht ihr. Er drescht jetzt nicht, er lässt einen fucking Helfer laufen. Justin? Ja. Er weiß, dass wir schief gehen. Warum? Was soll das mit dem scheiß Livestream, Alter? Ein Livestream. Naja, ich hatte da. Na, von Wildlands. Das. Ah, jetzt grubbert er aber ganz normal. Das ist ja auch mal schön. Sag bloß, ich kann. Ich schicke dieses Lowlight. Katzenklo, ja, die Katze scheißt in die Deine. Wo ist denn jetzt der rote? Ach, da, ja, stimmt. Der rote ist in meiner Freundin. Alles klar, aber bis gleich. Fährt er jetzt mal den Drescher wieder? Oh Gott, ey. Wie lange machen wir hier gerade schon? Keine Ahnung. Irgendwann sind die 15 Minuten oder so rum. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten, ey. Da steht er jetzt nicht auf dem Drescher, oder? Sag jetzt mal bitte nicht, der Schild da im Drescher. Dann steht gleich mit vollem Korntank. Ja. Ich würde mal sagen, wir beenden damit die Folge heute mal. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit der Gerste-Ernte. Bis dahin. Sehr viel geschafft. Ja.